Benelli City Bike Tuning. Heute geht es um einen etwas spezielleren Motor. Den Motor habe ich von Deutschland bekommen. Es geht um einen Benelli City Bike Motor. Original 1,25 PS, jetzt hat er 1,5 PS, ist nicht schlecht, aber da ist ein 65 Kubikzylinder montiert und das ist deutlich zu wenig Leistung. Jetzt ist die Frage, wo ist der Fehler? Als erstes muss ich den Fehler suchen, das Problem beheben und wenn möglich dann noch mehr Leistung rauszuholen. Und ich werde euch jetzt alles zeigen, was da gemacht wurde und was da leistungstechnisch dann ja, eventuell möglich ist oder was man rausholen kann. Ich kenne den Motor nicht, ich habe das Mofa nicht und ja, ich muss jetzt anhand von Steuerzeiten, anhand vom Auspuff sagen, was jetzt möglich ist, ob der Auspuff noch etwas länger sein muss, ob die Steuerzeiten höher müssen, dass wir jetzt Leistung rausholen. Ich werde jetzt das Paket mal öffnen und dann können wir das Ganze mal anschauen. Am kleinen Paket sind Dichtungen und der Bremshebel. Und in dem Paket ist der Motor. Und den Rennauspuff. Jetzt werde ich nachher auch noch zeigen, ob der wirklich zu klein ist oder nicht. Können wir dann auch anschauen. Das ist der Motor. Das ist der Motor. Eben auf den ersten Blick sieht schon mal sehr gut aus. Also erstens, der Ansaugstutzen wurde schon mal sehr gut verarbeitet. Also auch von dem, wo ich den Motor habe, der kommt eigentlich draus. Aber irgendwie es ist ein großer Fehler drin. Weil er sollte schon 5-6 PS haben. Irgendetwas stimmt einfach hinten und vorne nicht. Entweder liegt es an der Zündung, an den Steuerzeiten. Oder natürlich an dem, weil der Motor, der dreht nicht so hoch, also auch bei ca. 50 km/h dreht er um die 5.000-6.000 und das ist eigentlich gar nichts. Und der Auspuff, der ist sehr, sehr kurz und wenn der jetzt noch sehr hohe Steuerzeiten hat und so weiter, dann ja, ist der Auspuff hier für 15.000-16.000 Umdrehungen und dann kann das auch so gut wie gar nicht funktionieren. Also sieht eigentlich der Gegenkonus sieht von der Länge her eigentlich noch in Ordnung aus. Auch das Mittelteil, das kann man immer so machen. Auch die vorderen Bereiche, es geht so, aber ja, gar kein Krümmer. Diffusor ist einfach viel zu groß hier vorne. Vom Durchmesser her kann man so machen. Es kostet gar nicht so viel Leistung, wenn man jetzt extrem groß wird. Es geht eigentlich. Aber ja, das ist sicher ein Problem. Da der Durchlass hinten, es geht eigentlich auch. Eher klein, für 65 Kubik, das dürfte noch 1-2 mm größer sein. Eher ein bisschen kurz, aber kann man machen. Und bezüglich Motor, eben den werde ich jetzt versuchen zu starten, Kickhebel. Und dann mal schauen, ob das läuft und wie das läuft. Und ja, habe gar keinen Vergaser. Ja, muss da noch schauen, dass ich den überhaupt starten kann. Kann ich mal schauen, wie das klingt. Ich habe schon 1-2 Videos bekommen. Ja, er möchte gar nicht drehen, das ist eher so das Problem. Und eben werde dann den mal starten. Dann werde ich mal die Steuerzeiten messen. Mal schauen, ob ich die Zündung ausblitzen kann.
Und dann werde ich den bearbeiten und schauen, was da noch geht. Und bezüglich Auspuff muss ich mir da auch noch etwas überlegen. Der ist nicht schlecht, aber eben, da muss man ein, zwei Sachen abändern. Und er darf auch nicht viel länger sein, das ist eben auch das Problem. Weil die Fahrzeuge, die haben eben 1,25 PS Original und ein Gewicht von 30 Kilogramm. Und die sind sehr klein, ähnlich, ja, kleine Fahrräder. Und ja, eben Auspuff darf nicht zu lang sein. Und er muss trotzdem einen relativ tiefen Drehzahl, muss der Drehmoment haben. Und Leistung 5-6 PS muss eigentlich drin sein. Na, die Verarbeitung vom Anzeigstutzen ist wirklich sehr gut. Ich wollte jetzt den Bing-Vergaser draufbauen, aber es geht nicht. Weil ich habe hier 19 mm. Das ist eben nicht Standard, 20 mm könnte ich Bing-Vergaser montieren. Ich versuche jetzt einen von den zwei Anzugstutzen zu montieren. Wenn das geht, dann kann ich einfach den Bing-Vergaser draufbauen und dann kann ich den mal starten. Ja, sonst muss ich hier noch irgendein Übergangsstück machen. Ja, versuche das jetzt mal. Ich habe jetzt den Anzugstutzen demontiert und eben das ist der Einlass. Das ist der Anzugstutzen. Das sieht wirklich sehr gut aus. Also von der Verarbeitung, da kann ich nicht viel sagen. Also damit sollte man Leistung haben und definitiv mehr als 1,5 PS. Jetzt ist die Frage, wo ist das Problem? Ich habe noch gesehen, da wurde eine Hubplatte montiert. Jetzt ist die Frage, ist das einfach nur ein 65-Kubik-Zylinder oder ist es wirklich auch ein Rennsatz? Das werden wir dann anhand von den Steuerzeiten sehen. Aber wenn ich jetzt da in den Einlass schaue, manchmal sieht man ein Ring, manchmal zwei Ringe. Also ich habe es eigentlich selten gerne, dass man zwei Ringe sieht. Manchmal kann man es nicht verhindern. Aber jetzt bei UT sieht man sogar den Kolbenboden. Und im schlimmsten Fall kann es da noch etwas zurückdrücken. Eigentlich der meiste Druck sollte weg sein, wenn der Kolben bei UT ist. Aber es kann natürlich schon sein, dass das dann negative Folgen hat, auch auf die Leistung. Das sollte man sicher beheben. Also müsste ich hier wieder die Hubplatte demontieren, Zylinder runternehmen und dann mal schauen, wo wir stehen. Auch bezüglich der Einlasssteuerzeit. Eben, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber es sieht relativ kurz aus. Hat recht Verdichtung. Ja, eben, es könnte vielleicht um die 110 Grad sein und es wäre definitiv zu wenig, um da Leistung rauszuholen. Müssen wir nachbeheben. Und bezüglich Ansaugstutzen. Weder Puch noch Sachs passt. Sachs müsste man etwa 1 mm ausbohren. Muss schauen, ob ich das mache. Ist auch nicht mehr ganz original. Dann könnte man den montieren. Und dann könnte ich einen Bing-Vergaser montieren. Oder ob ich da kurz ein Übergangsstück mache. Aber eben, Wandstärke wäre 1,5 mm. Mal schauen. Habe jetzt den Ansaugstutzen montiert vom Sachs. Und nachher kommt eben der Bing-Vergaser dran und dann mit Schockkabelzug kann ich das dann starten. Bin gespannt und was ich auch noch feststellen möchte, nicht nur schauen, wie der Motor dreht, sondern wenn es geht, irgendwie auch die Einkupplungsdrehzahl überprüfen, wie hoch das die ist. Weil wenn die nur etwa bei 2000 Umdrehungen ist, dann muss ich die Kupplung auch noch bearbeiten, dass sie später einhängt, dass es einfach zum Anfahren besser geht. Das ist der Motor vom Benelli Citybike und das ist der Zylinderkopf, den ich schon demontiert habe. Eben der hatte mal einen Dekompressor, wurde jetzt alles aufgeschweißt. Sieht auch nicht so schlecht aus, ist relativ gut gemacht.
Da hat es ein paar Poren, aber sollte von der Leistung her gar nichts ausmachen. Da die Kante hier wurde abgerundet von der Quetschkante. Das sollte man eigentlich in der Regel nicht machen. Also das werde ich nachher auch noch hier noch ein bisschen nachbearbeiten, dass da sicherlich die scharfe Kante ist und nachher die eben Quetschkante wieder anpassen. Zusätzlich eben der Kolben geht bis OT, bündig mit der Zylinderoberkante. Quetschkante haben wir 0,8 mm. Und von den Steuerzeiten her, das ist ein Rennsatz. Das war ein Rennsatz hier und der wurde zusätzlich noch angehoben. In der Regel kann man das machen, aber wie ich im vorher gesagt habe, bei dem gab es jetzt eben ein Problem, dass er bei UT macht er hier komplett auf und zusätzlich alle Steuerzeiten haben sich verschoben. Der Auslass ist jetzt sehr hoch, also schon fast sehr hoch. Die Einlasssteuerzeit extrem tief, Überströmerzeit auch wieder relativ hoch. VA ist in Ordnung, das geht eigentlich. Aber das sind so Unterschiede, eben da hast du vielleicht Leistung bei 11.000 Umdrehungen und da beim Einlass hast du Leistung bei vielleicht 4.000, 5.000 Umdrehungen. Und wenn du Leistung manchmal oben, manchmal unten hast, dann hast du schlussendlich gar keine Leistung. Also entweder zieht man die Einlasssteuerzeit hoch, was ich jetzt eigentlich fast bei diesem Motor jetzt nicht empfehlen würde, weil eben bei etwas über 10.000 Umdrehungen sind wir schon bei 100 km/h. Also man passt dann die Übersetzung extrem an. Oder ja, man nimmt die Steuerzeiten jetzt retour, muss ich so oder so, weil eben ich muss die Hubplatte wegnehmen, komme ich mit dem kompletten Zylinder runter. Und dann ist es schon wieder fast in Ordnung. Eigentlich die Hubplatte war jetzt das, was jetzt eigentlich ziemlich alles kaputt gemacht hat. Weil es haben sich alle Steuerzeiten verschoben. Die Hubplatte ist 2,5 mm dick. Und 2,5 mm, eben 1 mm macht etwa 8,5 Grad aus. Und eben 2,5 mm, keine Ahnung, sind vielleicht 20 Grad oder so. Und da wäre man hier bei 164 Auslass, hier etwa bei, keine Ahnung, 130 Grad Einlass. Und ja, da ist mir auch etwa bei 110 etwa. Und das wäre gar nicht schlecht. Also eigentlich die Hubplatte wegnehmen, Zylinder runternehmen, hat man dann einfach das Problem, dass der Kolben, der ist ja jetzt bei das bündig, dann würde der ziemlich vorstehen. Also ich kann es jetzt mal machen. So, Hubplatte ist weg. Dann beim Einlass, eben sieht das jetzt auch ganz anders aus. Ja, immer noch nicht perfekt. Man sieht beide Ringe. Kolbenboden zwar noch nicht, aber es ist noch nicht ideal. Ja, muss schauen, was ich da mache. Auf jeden Fall, der Kolben kommt jetzt auch noch vor. Entweder kann man jetzt den Kolben noch ein bisschen abdrehen, kommt man mit der Steuerseite wieder an den gleichen Punkt. Oder macht eine dicke Kopfdichtung und passt den Zylinderkopf noch an. Dann kann das auch wieder gehen. Das zweite ist, wenn ich jetzt den Zylinder wieder demontiere, Kolbenfenster hatte schon, aber es ist original. Es wurde gegossen. Sieht zwar so aus. Nein, das wurde gegossen. Ist wirklich gegossen. Und auf den Seiten hat es da die kleinen Fenster. Und das hat man früher so gemacht. Heutzutage eben lässt man das offen, auch dass die Spülung besser ist, weil eben die Kanäle von diesem Zylinder, die sind auch nicht riesig. Und es wäre gut, wenn man eben die dann rausnehmen würde. Da. Also könnte man es einfach komplett durchtrennen, oben, unten. Und dann wäre die Füllung auch etwas besser. Kolben wurde oben ein bisschen abgedreht. Darf man machen. Aber es ist eigentlich, der Winkel ist einfach fast zu flach. Wurde fast gerade abgedreht. Das werde ich auch noch anpassen. Und die Überströme, die wurden bearbeitet, das kann man machen. Aber das ist sehr schwierig, wenn man da nicht das richtige Werkzeug hat. Weil die Winkel wurden jetzt geändert. Also es sieht eigentlich gut aus, auf den ersten Blick. Aber die Winkel sind viel zu steil. Also grob gesagt, der spült so rein. Und bei den Überströmen sollte er bei 10, 15 Grad einspülen. Und wenn die zu steil spülen, dann verliert man relativ viel Drehmoment im unteren Bereich.
Irgendwie sieht der Zylinder vom Honen auch etwas speziell aus. Aber ja. Auslass und Einlass wurde bearbeitet. Sieht nicht so schlecht aus. Ja, aber da werde ich auch nochmal dahinter gehen und da versuchen nochmal das Bestmögliche rauszuholen. Bezüglich Auspuff, da muss ich auch das ein oder andere noch anschauen. Eben, es wird sich jetzt alles noch verschieben, wenn ich mit den Steuerzeiten runtergehe. Weil, wenn ich jetzt anhand von dem das Ganze ausrechne, weil die Resonanz dreht sich bei 13.900, also wieder 16.000 oder so drin. Das wäre natürlich viel zu viel. Also entweder längere Auspuff oder tiefere Steuerzeiten. Also mit Steuerzeiten gehen wir dann tief und da muss ich schauen, dass vielleicht der Auspuff auch noch etwas länger wird. Dass wir da auch genug Leistung nachher haben. Quetschkante 0,8, ebenso auch nicht so schlecht. Hub ist ganz speziell. Mit 38,6 mm. Das habe ich eben selber auch noch nie gesehen. Eben, es ist ein Rennsatz, der hat jetzt einen Durchmesser von 45 mm und das ergibt 61,4 Kubik. Ja. Eben, ich werde jetzt die Steuerzeiten verändern, werde das alles anpassen. Werde euch da mitnehmen, dann könnt ihr sehen, wie es nachher aussieht. Und ja, nachher testen wir den Motor wieder. Eben, ich habe den gestartet. Er läuft gut an. Zündung muss ich dann noch testen. Höchstdrehzahl war jetzt nur 7000. Ihr habt gesehen, eben die Abstimmung ist noch nicht perfekt. Aber ich denke, mehr als 7,2, 7,3 wäre gar nicht möglich gewesen. Eben, es hat auch vieles nicht gepasst. Zum Beispiel die Einlasssteuerzeit, eben mit 113 kann man den nicht füttern. Wir haben selbst Original haben wir meistens mehr. Also eben durch das Anheben hat sich jetzt alles eigentlich verschlechtert und nicht verbessert. Es wurde auch sauber gearbeitet, aber ja, durch das hat sich jetzt alles verschlechtert und man hat wegen dem jetzt keine Leistung gehabt. Auch die Verdichtung und alles, das ist relativ viel kaputt gegangen. Aber man kann es reparieren, aber muss jetzt alles anpassen. Ihr habt jetzt die Fehler gesehen. Eben, ich werde jetzt die ein, zwei Sachen beheben. Bezüglich Kupplung, das werde ich dann ganz am Schluss machen. Also ich werde jetzt zuerst den Zylinder bearbeiten, die Kanäle bearbeiten, eben die noch in die Breite schleifen, nachher die Steuerzeiten anpassen, Verdichtung, Zylinderkopf, nachher noch den Auspuff, dann wieder zusammenbauen und am Schluss werde ich mich mit dem Thema Kupplung noch auseinandersetzen. Ich kenne die Ersatzteilbeschaffung nicht, ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Und deshalb möchte ich mich da noch ein bisschen informieren, dass ich da auch keine Fehler mache. Ja, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, euch hat das auch gefallen.